Jetzt gibt es einen Einblick in die nichtmetallischen Werkstoffe. In der Einteilung der Werkstoffe nach Ashby nehmen Gläser, Keramiken, Polymere und Elastomere einen großen Bereich ein. Elastomere und Polymere sind synthetisch hergestellte Kunststoffe. Sie zählen zu den organischen Werkstoffverbindungen auf Kohlenwasserstoffbasis. Ein typisches Beispiel für Polymere sind Lego-Bausteine oder Behälter für Chemikalien. Elastomere sind Hochpolymere, also aus vielen Einzelmolekülen zusammengesetzte organische Werkstoffe, die sich reversibel verformen lassen. Das heißt, sie gehen nach der Wegnahme der Kraft in ihren Ausgangszustand zurück. Für nähere Informationen zu den Kunststoffen nutzt die Videos unter diesem Link. Zu den organischen Werkstoffen gehören darüber hinaus auch natürliche Materialien wie Hölzer, Kork oder Harze. Diese zählen zu den sogenannten hybriden Werkstoffen. Klickt hier, um mehr über Hybride zu erfahren. Auch Gläser und Keramiken sind Teil von hybriden Werkstoffen. Gläser und Keramiken sind anorganische Werkstoffe, also kohlenwasserstofffreie Verbindungen. Keramik ist im Alltag gebräuchlich und wird zudem aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften in der Technik angewendet. Keramiken sind in der Regel aus vielen Millionen Einzelpartikeln aufgebaut, die mit einer Bindephase zusammengehalten werden. Je feiner dabei die Größe der Einzelpartikel und je feiner die Korngröße innerhalb der Einzelpartikel des keramischen Werkstoffes ist, desto höher ist der Werkstoff auch mechanisch belastbar. Vor allem die Eigenschaft der Verschleißfestigkeit und Korrosionsfestigkeit bietet eine breite Einsatzmöglichkeit der technischen Keramiken. In keramischen Werkstoffen herrscht meist eine Mischform von ionischer und kovalenter Bindung. Letztere beeinflusst durch ihre hohe Bindungskraft die Eigenschaften der Keramik. Die hohe Härte und schlechte Verformbarkeit lässt sich dadurch erklären, dass die kovalente Bindung ein Verschieben der Ebenen im Kristallgitter verhindert. Mehr über die plastische Verformung erfahrt ihr im Video Verformung. Es gibt mehrere Keramikunterteilungen. Die Silikatkeramiken werden auch Industrieporzellan oder technisches Porzellan genannt. Sie bestehen aus den Naturstoffen Tonerde, Quarzsand und Feldspat. Die Silikatkeramiken sind aufgrund ihres hohen elektrischen Isolationsvermögens, zum Beispiel in Sicherungen, als Isolator im Einsatz. Oxidkeramiken basieren zumeist auf Ionenbindungen. Das heißt, es findet ein Elektronenübergang zwischen einem Metallatom und einem Nichtmetallatom statt. Oxidkeramiken enthalten keinen Quarzsand. Dafür ist ein Metalloxid in der Verbindung vorhanden. Ein Beispiel dieser Gruppe ist Aluminiumoxid. Es wird aufgrund seiner Biokompatibilität in medizinischen Bereichen verwendet. Zum Beispiel werden diese Keramiken für Hüftgelenke oder Zahnprothesen eingesetzt. Des Weiteren gibt es Anwendungen für die heiß werdenden Brennerdüsen beim Schweißen oder hochbelasteten Bremsscheiben, da Keramik eine hohe thermische Resistenz aufweist. Nichtoxidkeramiken weisen einen hohen Anteil an kovalenter Bindung auf. Diese Keramiken sind hochtemperaturfest und besitzen eine hohe Härte, die durch Carbide, also Kohlenstoffverbindungen, und Nitride, also Stickstoffverbindungen, erreicht wird. Ein wichtiger Vertreter ist Siliziumcarbid, das in Gleitringdichtungen eingesetzt wird. Ein Nachteil aller Keramiken ist jedoch, dass sie nicht plastisch verformbar sind. In der Werkstofftechnik sagt man hierzu, sie sind nicht duktil. Sobald hohe Spannungsspitzen erreicht werden, brechen sie, da sie sehr spröde sind. Spröde Keramiken sind also das Gegenteil zu den in der Regel duktilen Metallen. Glaskeramiken bestehen aus kleinsten Einzelpartikeln, besitzen nahezu keine Porosität und eine sehr kleine Korngröße. Dadurch erhalten sie eine ausgezeichnete Stoßresistenz. Ein bekanntes Beispiel aus dem Alltag ist das sogenannte Ceranfeld auf dem Herd. Da dem Glas, das sich bei Erwärmung ausdehnt, oft zusätzlich ein keramisches Pulver beigemengt wird, das sich bei Erwärmung erstaunlicherweise zusammenzieht, wird die thermische Ausdehnung in Glaskeramiken kompensiert und sogar völlig unterdrückt. Damit erhalten sie eine ausgezeichnete Thermoschockbeständigkeit. Der Unterschied von Keramik und Glas liegt in der inneren Struktur.
Bleibt der Schmelze genügend Zeit bei der Abkühlung, so kann sich ein Kristallgitter aufbauen und es entsteht eine regelmäßige kristalline oder teilkristalline Anordnung. Bei Gläsern ist die strenge Grundordnung eines Gitters nicht mehr vorhanden. Die Atome nehmen keine geordneten Plätze mehr ein, da die Schmelze zu schnell abkühlt. Die Moleküle werden eingefroren. Bei einer solchen ungeordneten Glasstruktur spricht man von amorphen Festkörpern. Glas ist demnach eine eingefrorene, unterkühlte Flüssigkeit. Kalknatronglas, bekannt als Werkstoff für Flaschen und Fenster, ist lichtdurchlässig und widerstandsfähig gegen Luft, Wasser und Chemikalien. Im Chemielabor sind vor allem Borosilikatgläser zu finden, die aus den Hauptbestandteilen Silizium, Bor und Sauerstoff bestehen. Jenaerglas, ein Glas mit besonderer Zusammensetzung, ist temperaturwechselbeständig und wird zum Beispiel für Kochgeschirr verwendet. Quarzglas wird aus Bergkristallen gewonnen und wird durch seine hohe Gebrauchstemperatur von 1500 Grad Celsius in Öfen als Schauglas verwendet. Zusammenfassung: Keramiken werden in Silikat-, Oxid- und Nichtoxid-Keramiken eingeteilt. Im Gegensatz zu dem festen kristallinen Aufbau von Keramiken können Gläser mit ihrer ungeordneten Struktur als eingefrorene Schmelzen verstanden werden. Die thermische und chemische Resistenz von Gläsern und die hohe Härte und Verschleißfestigkeit, niedrige thermische Ausdehnung und daher sehr gute Thermowechselbeständigkeit von Keramiken ist auf kleine Partikelgrößen, kleine Korngrößen und auf ihre Bindungsart der Ionenbindung und den Anteilen kovalenter Bindung zurückzuführen. Die Werkstoffe bieten der Technik sinnvolle Möglichkeiten, Produkte für den jeweiligen Einsatz bei hohen Temperaturen und großen Verschleißparametern zu gestalten. Aber Achtung! Gläser und Keramiken verhalten sich auch bei höheren Temperaturen spröde und brechen daher ohne vorherige plastische Verformung.